Ja, servus miteinander. Es Black Friday jetzt dann sehr und deswegen sind wir natürlich auch schon in den Wochen dazu. Und ich habe natürlich auch ein bisschen was gekauft und das möchte ich euch natürlich jetzt zeigen, damit ihr, wenn ihr es vielleicht kaufen wollt, aber dann seht, dass es nichts ist, auch sagen könnt, nee, das kaufe ich mir dann doch lieber nicht. Denn dem Kaufzwang soll man ja nicht unbedingt nachgehen. Es gibt aber noch ein paar andere Sachen, die ich jetzt nicht hier auf dem Tisch habe, die ich euch gerne zeigen würde, denn das sind eben No-Brainer und die sollte man einfach mal mitnehmen, denn die kosten nichts, die bringen sogar noch Geld. Deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Ja, natürlich habe ich ein Haufen Zeug bei Bambulab eingekauft, denn da waren ziemlich gute Deals, beziehungsweise sie sind immer noch, deswegen möchte ich das Video jetzt noch bringen. Ich habe mir unter anderem noch ein neues AMS dazu gekauft, das ist jetzt mein drittes im Bunde. Das habe ich mir aber nicht alleine gekauft, sondern mein Spätel, der Alex, wollte dann auch nochmal eins haben. Deswegen haben wir gesagt, wir bestellen das in einer Bestellung. Dann kriegt man nämlich nochmal, und das ist das Schöne, auf das schon reduzierte AMS nochmal 20 Euro drauf. Das heißt also, ihr kriegt dann, wenn ihr zwei kauft, eins für 230, insgesamt halt dann 460 Euro, was ich einen sehr guten Deal finde für zwei Stück, wenn eins normalerweise alleine 350 kostet. Man darf natürlich bedenken, dass eventuell nächstes Jahr irgendwas Neues da rauskommen könnte. Ich weiß es nicht. Allerdings, was kriegt ihr noch dazu? Ganz klar, beim AMS sind ja immer noch lustige Spulen dabei, also Leerspulen. Und ich habe deswegen auch ganz viel zugeschlagen bei PLA, denn ich wollte mal ausprobieren, das PLA Matt, das steht hier. Dann habe ich noch ganz viel Schwarz und ganz viel Weiß gekauft, eben immer in einer Farbe. Denn ab einer bestimmten Anzahl, und das könnt ihr nämlich ausprobieren im Warenkorb, kriegt ihr das auch wesentlich günstiger. Plus dazu gibt es da noch Leerrollen. Wenn ihr die, was sind das dann? Das sind nämlich keine, ich kaufe mir niemals mehr Filament mit Rolle. Denn ich möchte eigentlich nur Refill kaufen und das mache ich jetzt auch. Also ich habe jetzt hier einen Haufen Refill-Rollen auch nochmal dazu bekommen. Weil ich viel PLA gekauft habe, dann kriegt ihr diese Rollen sowieso dazu. Und dann bringt euch das ganz schön was, dann habt ihr nämlich das Zeug auch nicht zu kaufen. Ihr habt aber beim AMS ist natürlich auch Refill-Material dabei, also Refill-Rollen. So viel erstmal dazu. Was habe ich mir noch gekauft? Also das ist ja relativ unspektakulär. Ich habe natürlich noch für das Ganze, kann ich euch jetzt noch schnell zeigen, wenn ihr mehrere AMS habt, werdet ihr vielleicht auch ein Stapelproblem haben. Deswegen blende ich jetzt hier einfach mal ganz kurz das Video ein, was ich da so gedruckt habe, was ich eigentlich ziemlich toll finde. So, da sind wir wieder. Ich habe noch, jetzt gehst du mal da ein bisschen auf die Seite, du bist jetzt ausgepackt. Ist jetzt alles okay? So, habe ein bisschen mehr Platz. Jetzt sind wir hier. Ich habe mir noch einmal, ich blende einfach mal das Produkt, die Beschreibung ein hier, Druckplatten gekauft. Das heißt Druckplatten, stimmt nicht. Ich packe erstmal auf. So, und zwar gab es das irgendwie im Dreierpack. Strukturierte Platten heißen die so. Warte mal, ich kann ja lesen. Plate and Sheets Combo habe ich mir gekauft. Übrigens auch der Alex, der hat sich die auch gekauft. Deswegen haben wir gedacht, ich nehme auch mal eine mit, falls ich dann wieder neidisch bin und dann sowas nicht zu Hause habe. So, ich muss es aufmachen. Wo ist mein Messer? Ich hatte noch ein Messer vor kurzem hier. Also Plate and Sheets Combo, was ich jetzt so gelesen habe, ist, dass eben eine Platte, die beklebt werden kann mit verschiedenen Sheets. Ah ja, stimmt, sehe ich. Kann ich sehen, okay. Also hier haben wir einmal so eine lustige Sternchenplatte. Die ist dabei.
Dann ist dabei, was ist das? Das ist die Sternchenplatte. Das ist die ein bisschen anders strukturierte, weniger Sternchenplatte. Ist hier auch dabei, kann man eventuell sehen. Ich weiß es nicht genau, wenn, dann blende ich es nachher nochmal ein. Natürlich nicht die Platte, sondern das zum Bekleben. Dann haben wir hier diese, wie heißt das denn jetzt nochmal? Dieses Muster halt hier, das kann man vielleicht sehen. So, und dann haben wir noch das Carbonmuster dabei. Das ist das hier. So, und jetzt eben natürlich dann eben zum Aufkleben. Also man kann die jetzt beidseitig natürlich bekleben. Diese Federstahlplatte, da pappt man das Ganze dann drauf. Wo ich dann natürlich noch Rückmeldung geben werde, ist, wenn eine dieser Platten verschlissen ist, beziehungsweise kaufe mir vielleicht einfach noch eine Rohplatte. Oder, haha, das könnte ich machen. Ich habe ja noch die kaputte Platte vom P1P. Die liegt hier noch irgendwo rum. Die könnte ich ja bekleben. Da mache ich einfach die Beschichtung komplett ab und klebe das da hinten und vorne drauf. Das ist eine gute Idee, das mache ich. Also einmal Federstahl hier und diese vier Platten zum Draufkleben. Preis blende ich ein. Fand ich eigentlich einen ganz guten Deal. Natürlich habe ich mir eigentlich gedacht, dass hier ja als Kombo dann zumindest noch eine zweite Federstahlplatte dabei ist. Denn ja, wie gesagt, man muss ja das dann irgendwann mal wieder abziehen. Da bin ich gespannt, wie das dann wird. Aber mache ich ja nicht. Naja, also hier Federstahlplatte habt ihr hier dabei. Ganz normal, die ist nicht beklebt, gar nichts, da ist nichts drauf. So, das ist das Kombo. Dann gibt es natürlich noch ein paar andere Sachen. So, also was ich noch geschenkt bekommen habe dazu, ist einmal das Support for PLA-Material. Dann habe ich noch dazu bekommen die Piano-Musik-Box. Die kann man mal aufmachen. Ich habe keine Ahnung, was das wieder ist. Das ist wieder irgendwas zum Basteln, was ich vielleicht nie machen werde. Oder ich werde es irgendwann machen. Was ist hier drin? Also Piano-Musik. Ah ja, okay, das kenne ich noch aus Kindheitstagen. Das kenne ich tatsächlich noch aus Kindheitstagen. Drehorgelspieler. So, okay. Nicht kaputt machen. Da kann man ein schönes Klavier dann drucken und kann das verschenken. Süß. Was ich cooler fand, ist, ich habe das Wireless Charger Kit auch noch dazu bekommen als Geschenk im Prinzip. Da ist dann eben die Elektronik dabei für einen Wireless Charger. Dann hier die Spule im Prinzip, also die Induktionsschleife. Ja, Schrauben. Dann haben wir hier, was ist das? Motor dazu. Ach so, weil das Wireless Charger Kit ist ja, jetzt verstehe ich ja, das ist ja ein A1 Mini, denke ich, ja. Okay, das kann man dann basteln und dann hat man einen Wireless Charger. Finde ich ganz nett. Das ist okay. Oder habe ich das hier aus dem raus? Kann auch sein, dass er dann automatisch spielt. Ich weiß es tatsächlich nicht. Habe ich das in 1 reingeschmissen? Kann durchaus sein. Möglich. Ist ja auch egal. Will ich noch auseinanderklamüdern. Was ich noch bekommen habe, ist tatsächlich, weil ich so viel bestellt habe, die Clock-Komponent. Habe ich die, oder war die beim anderen schon damals dabei und ich habe sie nie verbaut? Das kann auch sein. Weiß ich nicht genau. So, das war jetzt das Zeug von Bambulab, was ich so habe. Wie gesagt, da kam noch was anderes dazu, das darf ich jetzt aber noch nicht verraten. So, hat aber keinerlei Grund, also niemand hat es mir verboten, ich möchte es nur nicht sagen. So, dann habe ich noch eine Sache und zwar, was ich cool fand, den Switchbot Wallet Finder. Und den habe ich mir nicht gekauft allerdings, den habe ich bekommen von Switchbot. Und was ist das? Im Prinzip, das ist eine kleine Karte, die ich mir in meinen Geldbeutel hineinlegen kann. Und dadurch, dass sie im Geldbeutel liegt, kann ich dann meinen Geldbeutel immer finden. Ganz normal wie ein AirTag zum Beispiel. Das packe ich mir da rein und dann habe ich ja meinen Geldbeutel immer im Bereich des Findbaren. So, was ich noch damit machen kann, ist mein Switchbot Lock aufsperren zum Beispiel. Das ist nämlich eine normale NFC-Karte noch. Ja, da kann ich im Prinzip was finden. Das machen wir jetzt mal ganz kurz. Was muss ich da machen? Press 2 seconds to add. Mache ich, steht drauf. Es pfeift. Gehen wir mal auf das, wo ist. Machen wir mal Plus. Vielleicht nehmen wir es einfach so, ja. Objekt hinzufügen. Suche Objekt in der Nähe. Vielleicht, ja, ist einfacher. Also, in der Find My App findet man die ganz normal. Schlüssel von. Schreiben wir jetzt einfach rein. Okay. Ich muss das dreimal probieren. Jetzt heißt das Ding Schlüssel von mir. Das ist schön. Fertigstellen. So. Das war toll. Toll. Schlüssel von Wolfram, das ist jetzt hier drin im Prinzip und jetzt kann ich es in meinen, ja, beziehungsweise nicht in meinen, sondern ich kann es zum Beispiel in das Sportsäckchen von meinem Sohn packen, beziehungsweise da kann man natürlich auch andere Sachen kaufen, die nicht unbedingt so eine Form haben und dann findet man das eben auch immer wieder, auch wenn es der Kerl immer wieder vergisst. Was kann ich denn alles machen damit? Ich kann Ton abspielen, das könnte man mal ausprobieren.
Das ist cool. Okay, nehme ich. Das ist in Ordnung. So, also ich kann es dann auch suchen und nicht nur verfolgen, wo es ist, sondern ich kann auch einen Ton abspielen, falls ich meinen Geldbeutel bzw. den Turnbeutel meines Sohnes nicht mehr finde. Coole Geschichte. Einen Nachteil hat das Ganze, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn aufgrund der Bauart ist natürlich der Akku von diesem Teil nicht austauschbar, beziehungsweise es gibt keine Lademöglichkeit. Das bedeutet, nach 3 Jahren müsst ihr dieses Ding leider entsorgen. Also Vorteile gibt's, Nachteile, aber wie immer auch, werde ich auch sagen, auch wenn ich dieses Ding, ich habe das nicht gekauft, da habe ich vergessen zu sagen, das habe ich bekommen von Switchboard. Also die Idee ist cool. Allerdings würde ich mir wünschen, dass eben da, ja, recyclingmäßig, dass da irgendwas geht. Vielleicht, was ich habe keine Ahnung, was für Batterie man da nehmen könnte. Das war einfach wahrscheinlich ein flacher Lipo oder sowas, der da drin ist. Ja, tolles Ding. Allerdings, ja, wie gesagt, nach 3 Jahren ist es futsch. Ja, eine Sache, die ich euch auf jeden Fall noch zeigen will, ist das hier. Und zwar, das habe ich mir gekauft. Ihr seht es nicht. Ich scroll mal. Am 17. November. Und ich gehe mal hier drauf und ihr seht schon den Preis, 249. Das habe ich auf Insta auch schon gepostet gehabt, weil ich das so grandios finde. Und zwar gibt's hier, ihr seht es da, kostet es noch 299, ein komplettes Balkonkraftwerk. Also hier 800er, nein, stimmt nicht, 1131, das stimmt aber auch nicht ganz, das steht irgendwo anders nochmal. Also ihr habt hier, jetzt da steht's, 2x435 Watt Module. So, und dann kriegt ihr das Kabel dazu, ihr kriegt auch den Wechselrichter dazu. Also im Prinzip ein komplettes Balkonkraftwerk, ein 800 Watt Balkonkraftwerk für 249 Euro, wenn ihr den Coupon da unten anwendet. Also, das ist mein No-Brainer von diesem Jahr. Ich habe das in der Früh gesehen, weil ich eigentlich nach dem gegoogelt habe, also nach diesen Speichern, die ich ja euch vorletztes Video vorgestellt habe, da habe ich gesucht und habe das dann gefunden, habe gesagt, was, 2,99, schaue ich mal rein, da gibt es noch einen Coupon, was, 2,49, okay, in den Einkaufswagen gekauft. Das kommt jetzt erst am 2. Dezember, ihr seht, hier dauert es jetzt noch ein bisschen länger wieder, weil die wahrscheinlich schon etwas vergriffen sind, allerdings gibt es die auch auf der Sendor-Seite selber für, wenn ihr meinen Code unten eingibt, ich verlinke euch den nochmal unten, für 241, sowas habe ich es gesehen, wahrscheinlich nur in der Black Friday Woche. Aber wie gesagt, das ist meiner Meinung nach ein No-Brainer. Für 250 kannst du da im Prinzip nichts falsch machen. Außer du hast keinen Balkon und keine Möglichkeit, das aufzustellen. Aber wahrscheinlich ist es im Keller auch noch gut aufgehoben. Ja, das wollte ich euch nur noch einmal mitteilen. Oh, den habe ich auch noch nicht gesehen. Der ist auch nicht schlecht. 1000 Watt Balkonkraftwerk für 299 Euro. Ja, aber ich kaufe es jetzt nicht auch noch. So viel Platz habe ich auf meinem Balkon nicht. Ich wollte es eigentlich nur kaufen wegen 2 Platten, dass ich die zusätzlich da bei meinem Balkonkraftwerk dazu baue, damit der Speicher besser ausgelastet wird. Ja, und dann habe ich gesehen, okay, 2 Platten kosten zwar eigentlich wenig, aber der Versand kostet immer viel. Deswegen habe ich gedacht, schaue ich da nochmal nach. Ja gut, also ja, 2,99 dafür ist auch Hammer. Ja, hier seht ihr nochmal, bei Sendor gibt es das Ganze hier im Normalfall für 2,49. Jetzt könnt ihr noch den Rabattcode, den ich hier noch drin habe oder auch unten verlinkt habe, noch eingeben und dann kriegt ihr das Ganze für 241,53. So, das wäre jetzt einmal das Plate and Sheet, aber ich finde hier tatsächlich keine Combo mehr. Die gibt es anscheinend nicht mehr, aber ihr seht hier, also Carbon Fiber gibt es da, das andere ist dann Diamond. Diamond heißt, okay, Galaxy und dann haben wir noch Starry. Das war in der Combo dabei. Die gibt es wohl so nicht mehr zu kaufen, wie es aussieht. Aber naja, ich kann das aber auch so kaufen, dann ist es pre-assembled. Das heißt, also da ist es schon drauf. Wir nehmen aber jetzt mal nicht den A1 Mini, sondern den hier. Dann kostet eines davon, seht ihr, 19,99, jetzt 12,99, wenn ihr 2 Stück davon kauft. Ich habe jetzt alle 4 und die Platte, wo man es draufkleben kann. Allerdings weiß ich nicht, wo es die gibt. So, dann seht ihr hier einmal, also das Bambo 3D-Effekt-Sheet in der Combo hat gekostet 29,99. 2 Stück habe ich gekauft, also sind wir dann bei 42 Euro. Macht durchaus Sinn. Aber gut, wie gesagt, das sind ja die Rabatte schon mit dabei. Dann habt ihr hier noch das AMS, also 2 Stück. Und ihr seht auch hier, 233,10 Euro kostet dann eins davon. Das fand ich super. Deswegen, ja, nehmt euch gerne zusammen, macht eine Sammelbestellung, das ist besser. Dann haben wir noch ein paar PTFE-Tube-Koppler, das war für den Alex. Das habe ich nicht gebraucht. So, und jetzt haben wir hier unten, seht ihr einmal, das haben wir jetzt deswegen schnell gemacht, damit ihr nicht seht, was da noch rauskommt. Also einmal hier, das ist schon gut, finde ich. Also 1700 noch irgendwas hätte es gekostet, 219 Rabatt habe ich gekriegt, eben durch das, dass wir da für das Ganze 8-mal den Rabatt gekriegt haben für PLA. Und dann haben wir hier noch das AMS
Und dann haben wir noch tolle Sachen dazu bekommen, wie eben dieses lustige Piano und noch das andere. Das steht hier, glaube ich, gar nicht mit dabei, habe ich gesehen. Ja, und ja, fand ich einen guten Deal. Deswegen wollte ich euch das nur einmal mitteilen, damit ihr da nicht leer ausgeht. Ja, das waren jetzt meine Schnapper, die ich gemacht habe zu diesem Black Friday. Ich schaue jedes Jahr tatsächlich, ob ich irgendwie Laptops oder Tablets oder sonstiges, Fernseher habe ich auch schon geguckt, damit ich mal meinen Rig erweitern kann oder sowas. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die meisten Deals auf Amazon sind halt tatsächlich so, dass du sagen kannst, ja, das kostet jetzt haargenau so viel, wie es vorher gekostet hat. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel das Fritz Phone, habe ich vor ein paar Jahren gekauft für 74 €, aber nicht am Black Friday, sondern ganz regulär. Dann habe ich gedacht, okay, Fritz Phone, das ist jetzt eh komplett Schrott schon bei uns. Kaufe ich mir ein neues, schaue ich rein, was kostet's? 74 € zum Black Friday. Naja gut, kannst du vergessen. Also ich werde euch alles natürlich unten in der Videobeschreibung verlinken. Ein paar Links zu anderen Shops werde ich euch natürlich auch noch reinnehmen zum Stöbern. Sagt mir gerne dazu, was ihr zum No-Brainer sagt. Also wie gesagt, meiner Meinung nach gibt's eigentlich da fast nichts, was dagegen spricht, das zu kaufen, das Ding. Das hat sich in einem Jahr je nach Strompreis amortisiert. 250 €, mein damaliges Balkonkraftwerk, was ihr vielleicht gesehen habt, hat gekostet knappe 800 € mit Kabel etc. pp. Also da war es schon noch ein bisschen teurer. Jetzt ist natürlich die Mehrwertsteuer auch noch weg davon. Also die 19% muss man ja dafür laut Gesetz momentan nicht bezahlen. Ich weiß nicht, wie lange sie das noch machen, aber meiner Meinung nach, wie gesagt, No-Brainer, das kann man kaufen. Wenn euch das Thema Speicher interessiert, schaut euch gerne noch das Video an. Ich verlinke es euch einfach nochmal unten in der Videobeschreibung zu den Sendor-Paketen. Das muss ich natürlich dazu sagen. Es gibt noch ein weiteres Video. Mein Paar hat sich nämlich jetzt tatsächlich ganz viele von den Dingern gekauft und macht jetzt dann ein Dreiphasensystem. Das wird ziemlich interessant für den einen oder anderen bestimmt werden. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Drückt mir die Abonnenten und die Glocken. Wird's euch.